Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Genau, diesmal geht es um Reisetipps und unsere Erfahrungen, wenn man mit dem Wohnmobil nach bzw. durch Mexiko durchfährt. Wir haben einige Punkte gesammelt, die wir euch gerne vorstellen würden, falls ihr auch vorhabt, nach Mexiko mit eurem eigenen Wohnmobil oder Camper zu fahren. Genau, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Das ist Rio, unser Findelhund aus Griechenland. Und wir sind Sarah und Tobi. Zusammen bereisen wir die Welt in unserem Oldtimer. Ob viele an ihm gezweifelt haben? Ja, definitiv. Aber das hält uns nicht auf und so entdecken wir zu viert die Welt und leben unseren Traum. Womit wir angefangen haben, noch in den USA, war, dass wir unsere Dokumente kopiert haben. Darunter zählt einmal der Führerschein, der Fahrzeugschein, unsere Reisepässe, Rios Heimtierausweis und was wir auch kopiert haben, war ein Formular zum Ausfüllen für die Polizei, wenn man aufgehalten wird. Wo man das herbekommt, das verlinken wir euch unten in der Infobox noch. Und ja, wir haben diese Sachen kopiert und auch laminiert. Das heißt, laminieren war nicht so einfach. Wir haben so Klebefolien gekauft, haben die eben von beiden Seiten mit so durchsichtiger Klebefolie umhüllt und damit war alles dann auch eben wasserdicht und Co. An der Grenze haben wir aber natürlich unsere Originaldokumente rausgegeben. Und wichtig, kopiert das auch zweimal, weil je nachdem, welche Grenze ihr nehmt, braucht ihr das auch einmal, um dort abzugeben. Und viele haben uns berichtet, dass sie je nachdem, an welcher Grenze sie waren, Probleme hatten, irgendwie einen kleinen Laden zu finden, wo sie es noch kopieren konnten. Diese Dokumente hatten wir immer griffbereit vorne im Auto und wir hatten auch einen Zweitgeldbeutel. Das heißt, in dem waren nur so 20 Dollar, US-Dollar und ein paar Peso, ein paar mexikanische. Da man die Originaldokumente nie bei Polizeikontrollen rausgeben sollte und vor allem, wenn man sie rausgibt, nicht aus der Hand geben sollte. Bis auf eine Polizeikontrolle hatten wir allerdings nie die Frage nach unseren Originaldokumenten. Unsere Kopien waren immer in Ordnung. Dann haben wir noch uns eine mexikanische und eine deutsche Flagge besorgt, die wir aufs Auto kleben können. Manche haben gesagt, es bringt was, manche nicht, dass man halt da, oder dass die Locals wissen, woher man kommt. Wir wissen ehrlich gesagt nicht, ob es wirklich was gebracht hat. Vor allem ab Yucatan waren die Flaggen außen am Auto so ausgebleicht, dass sie jetzt, also das Gelb sieht man gar nicht mehr. Wie gesagt, wir wissen nicht, ob sowas hilft, aber geschadet hat es definitiv nicht. Und lustiger Funfact zu den Flaggen, wenn man aus der Schweiz kommt. Wir haben jetzt schon zweimal die Story gehört, dass Schweizer dann vorne und an der Seite, keine Ahnung, so groß oder so, die Schweizer Flagge hatten. Und die wurden oft für Rettungswagen gehalten und wurden dann manchmal einfach durchgewunken. Also für Schweizer kann es sich definitiv lohnen, die Schweizer Flagge größer irgendwo hinzumachen, so was man gehört hat. Als wir an der Grenze waren, war ja unser Plan schon, dass wir aufs Festland fahren. Dafür braucht man dann fürs Fahrzeug einen TIP, die Temporary Import Permit. Und damit darf das Auto dann 10 Jahre in Mexiko bleiben. Und auch das Visum haben wir entsprechend beantragt. Da haben wir 6 Monate bekommen, das war überhaupt gar kein Problem. Wir haben die Grenze bei Mexicali Ost genommen, die war super entspannt und wir waren morgens, glaube ich, mit einem anderen Auto die einzigen, die da waren. Die Leute waren super nett, wollten von Rio gar nichts sehen und ja, es war wirklich, wirklich ein guter Grenzübergang, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren. Das genaue Vorgehen schreiben wir unten in die Infobox, wenn es für dich interessant ist, was man da alles braucht und wo man da hinlaufen muss, um alles zu bekommen. Da wir uns nicht sicher waren, ob man einen Dieselbooster auch in Mexiko bekommt, wobei wir dachten, man bekommt ihn, weil es auch einen Walmart dort gibt, haben wir uns noch vor dem Grenzübertritt einen Dieselbooster bei Walmart geholt oder bei AutoZone, ich weiß es gar nicht mehr. Und ja, es war zu Recht, dass wir es davor besorgt haben, weil wir haben in ganz Mexiko, wir sind zu diversen AutoZones, Walmarts, Home Depots gefahren und wir haben nirgends einen Dieselbooster gefunden, obwohl wir auch im Nachgang oder relativ am Schluss erfahren haben, dass es an manchen Tankstellen ein Dieseladditiv gibt, das ähnlich oder die gleiche Wirkung hat. Aber selbst mit dem Wissen haben wir es an den Tankstellen nicht bekommen. Irgendwo gibt es den Dieselbooster definitiv. Also haben andere Reisende erzählt. Wir haben ihn leider nicht gefunden und ja, wir waren froh, dass wir ihn aus den USA mitgenommen haben,
weil wir einfach merken, dass unser Auto mit Dieselbooster besser anspringt, ruhiger läuft und auch etwas weniger Sprit verbraucht. Nun kommen wir zu dem Thema Geld abheben. Hier haben wir uns davor informiert, dass man vor allem Bankautomaten, entweder in einer Bank selber oder in Supermärkten, dass man dort Geld abheben soll. Da ist es meistens videoüberwacht und die Bankautomaten sind nicht getürkt. Wir hatten nirgendwo Probleme, haben aber auch verrückte Geschichten gehört und haben uns deswegen so auch verhalten. Beim Thema Tanken haben wir es so gemacht, dass wir immer bar gezahlt haben, weil wir haben öfter von den Fällen gehört, dass, wenn man mit Karte zahlt, das Gerät dann eine Fehlermeldung bringt und man dann nochmal zahlt und im Endeffekt zahlt man dann doppelt. Deswegen haben wir wirklich immer Cash, also Bargeld dabei gehabt und haben das Tanken immer bar gezahlt. Es war auch der Fall, den wir auch von Freunden gehört haben, dass sie einen 500-Peso-Schein, als er den gegeben hat, gegen einen 20-Peso-Schein ausgetauscht hat. Die sind beide blau. Das heißt, wenn man dann irgendwie so unachtsam ist und gar nicht so drauf achtet, denkt man wirklich, man hat den kleineren Schein gegeben. Bitte darauf achten. Wir haben einmal mit Karte bezahlt und hatten keine Probleme. Und ja, aber das sind so die Geschichten, die man dazu gehört hat. Und was auch sehr verlässlich ist, auf iOverlander gibt es bei den Tankstellen oftmals, wo das eben schon vorkam, einen Eintrag, also bevor man dann eine Tankstelle raussucht, einfach mal in der App iOverlander checken, ob da vielleicht schon was drin steht. So haben wir zum Beispiel eine Tankstelle in Tulum vermieden. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar, wenn ihr zum Estado de Mexico, Mexiko-Stadt oder Puebla fahrt. Dort gibt es nämlich bestimmte Regeln für Touristen. Du darfst nämlich mit deinem Auto nur an bestimmten Tagen fahren. Und da zum Beispiel am Samstag gar nicht und Montag bis Freitag von 5 Uhr morgens bis 11 Uhr vormittags gar nicht. Und dann gibt es in den Wochentagen bestimmte Tage, an denen ein Tourist fahren darf. Das ist immer abhängig von der letzten Nummer auf dem Nummernschild. Und um das Ganze zu umgehen, kann man sich auch eine Touristenkarte, ich glaube Touristenkarte heißt, holen. Und dann ist man für ein oder zwei Wochen davon befreit und kann immer fahren. Die hatten wir nicht. Wir durften am Montag nicht fahren. Und so haben wir das halt alles geplant, wann wir wo sind. Dass wir am Sonntag zum Stellplatz bei Teotihuacan, bei den Pyramiden hinfahren. Und dass wir am Dienstag dann weiterfahren und Montag uns einfach die Pyramiden anschauen. Oder Mexiko-Stadt, wenn du da bist. Bei Puebla, das ist relativ neu. Das kam, glaube ich, erst Ende letzten Jahres, also Ende 2022 in Kraft. Und wir haben auch keine offizielle Seite dazu gefunden, nur die Nachrichten drüber. Und dort zählt es anscheinend, wenn es innerhalb von 48 Stunden den Schwellwert überschritten hat, dass das Ganze in Kraft tritt. Ja, wir haben uns, die haben sich an den Tagen an Mexiko-Stadt drangehangen und somit zählt das Gleiche. Und ja, deshalb konnten wir es relativ gut planen und timen. Den Link für die Seite für Mexiko-Stadt und Stadt stellen wir hier auch in die Infobox. Da gibt es dann eine Grafik, wo das Ganze drauf geschrieben ist, wann man wie wo fahren darf. Kommen wir jetzt zum nächsten Thema, und zwar der Sicherheit. Grundsätzlich hat Mexiko sehr oft den Ruf, nicht sicher zu sein, was in manchen Staaten bestimmt auch stimmt. Wir haben uns einfach an grundlegende Sachen gehalten. Also wir haben bevorzugt die Mautstraßen verwendet, weil wir einfach zum einen schneller vorankommen. Zum anderen sind weniger Topes da, weil die sind mega nervig und wir sind einfach nicht im Dunkeln gefahren. Und wenn wir alleine unterwegs waren, waren wir meistens auf Stellplätzen, wo man bezahlt hat. Da war es einfach grundsätzlich sicherer. Sonst haben wir Locals gefragt, ob es sicher ist oder nicht. Und ich meine, wenn die dann sagen, dass es sicher ist, wir hatten nie Probleme, muss man auch dazu sagen. Und wenn wir mit anderen unterwegs waren, dann standen wir schon öfter frei. Aber es war halt auch bundesstaatabhängig, weil es gibt halt welche, die kann man auch auf diversen Seiten nachschauen, welche Bundesstaaten als sicher gelten, welche nicht. Zudem gibt iOverlander, ich meine, die meisten Plätze sind dort oder sehr viele Plätze sind da drauf. Und da kann man auch schon eine Tendenz rauslesen, ob es sicher ist oder nicht. Und zum Beispiel die Straße, ich glaube die 199 in Chiapas, da gibt es so viele Einträge wegen Überfällen oder sonst was. Sowas würden wir halt einfach zum Beispiel meiden und außen rum fahren. Dann, was wir ab Mexiko-Start immer bei uns hatten vorne, war Kleingeld, weil dort hatten wir dann zweimal Straßensperren auf den Nebenstraßen. Und mit 5 bzw. 10 Pesos war das alles abgehakt. Aber
wir haben schon gesagt, wenn man dann kein Kleingeld dabei hat, dann wird es schnell teuer, wenn man zahlen muss. Wir wissen nicht, ob man zahlen muss oder ob man einfach so weiterfahren darf. Aber wir wollen es einfach nicht riskieren und wegen 5 oder 10 Pesos irgendwas zu riskieren, ist unserer Ansicht nach einfach doof. Eine negative Erfahrung hatten wir aber in Mexiko gemacht, und zwar haben wir auf der Baja California den Dino kennengelernt und standen auch 2-3 Nächte nebeneinander. Und als wir die Halbinsel verlassen haben und aufs Festland rübergefahren sind, haben wir die Nachricht bekommen, dass er eben vermisst wird. Und ja, ein paar Wochen später wurde dann sein ausgebrannter Truck und seine Leiche gefunden. Ja, man weiß, dass er einen Autounfall hatte den er verursacht hatte. Und soweit man weiß, hat er den Leuten auch den Schaden bezahlt. Was danach passiert ist, man weiß es nicht. Ist schwierig. Zum Thema Internet, was ja auch immer sehr wichtig ist. Wir hatten am Anfang eine mobile SIM-Karte von Telcel, mit der wir auch am Anfang gut klargekommen sind. Allerdings hatten wir gerade auf der Baja wirklich schöne Strandabschnitte. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir unsere Videos nicht hochladen konnten, wo einfach kein Empfang herrscht. Und wir haben uns letztendlich dazu entschieden, uns Starlink in Mexiko zu bestellen, da es immer schwierig war mit der Internetsituation, auch mit uns für die Videos zum Hochladen, mit der Erreichbarkeit zur Familie und Co. Und ja, mit Starlink haben wir seitdem eigentlich gar keine Internetprobleme mehr. Sollte man aber nicht so oft Internet benötigen oder muss nicht oft erreichbar sein, dann würde die Telcel-Karte in unseren Augen schon reichen. Auf dem Festland, als wir dann übergesetzt waren, war die Netzabdeckung auf jeden Fall um einiges besser als auf der Baja, aber für uns trotzdem nicht ausreichend genug. Komm, hopp. Und sitz. Zum Thema Hunde in Mexiko. Muss man sagen, wir hatten ja ein bisschen Respekt davor, weil, wie ihr wisst, Rio hat sehr viel Herdenschutzhund in sich, verteidigt uns und das Auto. Wir hatten etwas Respekt davor, weil wir wissen, es gibt in Mexiko viele Straßenhunde. Gerade auf der Baja hatten wir eigentlich wenig Probleme. Es war die erste Nacht, wurde Rio tatsächlich gebissen, das schon. Und dann, je weiter südlicher man kam an den Stränden, lassen eigentlich alle Reisenden ihre Hunde frei. Und letztendlich haben wir es mit Rio dann auch so gehandhabt und hatten eigentlich unsere Ruhe, muss ich sagen. Und ja, wir haben lange überlegt, ob wir aufs Festland übersetzen sollen. Gerade auf den Campingplätzen sind überall Hunde. Und für uns war eben das Problem, dass Rio unser Auto verteidigt und er nicht gut an der Leine mit anderen Hunden ist, da er schon zweimal gebissen wurde an der Leine. Man muss sagen, es ging sich eigentlich alles gut auf. In Städten wie Tepic und so haben wir eigentlich wenig Straßenhunde gesehen. Eher in so kleinen Ortschaften, da laufen schon sehr viele rum. Die meisten Campingplätze, Stellplätze hatten Hunde. Wir hatten sonst aber keine weiteren Probleme. Ich würde mich da aber auch noch auf Iowa-Länder verlassen. Manchmal steht eben da, dass jemand dort war mit seinem Hund und der Hund dann von dem Campingplatzbesitzerhund gebissen wurde. Und was wir oft auch gehört haben, dass es mit Rüden oft problematischer ist als mit Hündinnen, da sie einfach in das fremde Revier eindringen. Aber dazu fehlt uns natürlich der Vergleich. Wir hatten es aber auch so, dass wir spazieren waren mit Rio und auf einmal drei Hunde, ich glaube ein Schäferhund und zwei andere in derselben Größe, einfach über den Hügel auf uns zugestürmt kamen, weil wir wahrscheinlich in dem Gebiet von den Hunden waren. Uns wurde der Tipp gegeben, einfach so anzudeuten, als ob man Steine aufheben würde vom Boden. Oder dann so anzutäuschen, zu werfen, damit die Hunde dann stoppen und abdrehen. Wir mussten das, glaube ich, tatsächlich nur ein- oder zweimal einsetzen. Von der Baja aus haben wir uns für TMC-Ferries entschieden, um auf das mexikanische Festland überzusetzen. Es ist im Verhältnis erstmal billiger zur Baja-Ferries und man fährt über Nacht. Ich bin mir aber nicht sicher, ich glaube, das ist bei beiden der Fall, was aber sehr praktisch war. Die TMC-Ferry ist eigentlich eine Trucker-Fähre. Es hatten mehrere Reisende auch Hunde dabei, die damit übergesetzt sind. Es ist, man steht zwischen den LKWs und man muss eben Glück haben, am besten nicht neben einem Kühl-LKW zu stehen, weil sonst die ganze Nacht der Generator läuft.
Man hat Essen bekommen auf der Fähre. Es war eigentlich ein sehr geregelter, guter Ablauf. Man braucht das Tipp dafür zum Übersetzen und die Reisepässe. Den ganzen Vorgang hatte ich schon mal in Instagram geschrieben. Auch das stellen wir euch nochmal unten in die Infobox rein. Überall in Mexiko findet man Polizeikontrollen, Militärcheckpoints und manche davon sind einfach, weil man einfach durchgewunken wird oder sie wollen einfach nur einen Fahrzeugschein sehen und das war's. Und wir hatten insgesamt zweimal den Fall, dass wir vermeintlich korrupte Polizisten da hatten, die dann, also bei einem einen Checkpoint waren es, wird in meinen Augen ziemlich offensichtlich, weil wir waren als Touristen die einzigen, die wirklich rausgezogen wurden und wir standen eine halbe Stunde da und er hat erst einen Führerschein gecheckt, was da falsch ist und warum wir zahlen sollen. Als da alles gepasst hat, hat er Rio gesehen und wir sollten zahlen und am Ende wurde es ihm zu blöd und wir durften weiterfahren. Nee, der grundsätzliche Tipp bei sowas ist, immer grundsätzlich freundlich bleiben und wenn man wirklich bezahlen soll, sagen, man zahlt nur auf der Polizeistation. Bei uns war das dann auch der Fall, dann hat er Finger an, ja, das ist so ein weiter Umweg von 46 Kilometern und wir haben dann nur gemeint, ja, ist okay, wir fahren die 46 Kilometer, kein Problem, aber dann zahlen wir dort. Und dann hat er nochmal darauf hingewiesen, wie weit es ist und am Ende hieß es, ja, okay, wir können weiterfahren, weil sie selber nicht diesen Umweg machen wollen. Und der gute Herr war bis, also überall vermummt, dunkle Sonnenbrille auf, bis hierher vermummt, man hat nichts gesehen, also wirklich vertrauenserweckend. Und bei den Military Checkpoints wollen sie halt manchmal ins Auto reinschauen und einfach kontrollieren nach, ich weiß nicht, Drogen, Waffen, ich habe keine Ahnung, was sie suchen. Bei uns wollten sie ab und zu ins Auto rein und bei anderen war es eigentlich gar kein Problem. Mit den korrupten Polizisten verlinken wir euch das Video da oben. Jetzt mussten wir leider den Akku von der Kamera wechseln. Auf jeden Fall fehlt noch, zum einen war unsere Sprachbarriere bei den Polizeikontrollen wirklich vorteilhaft, weil irgendwann haben die Polizisten einfach keinen Bock mehr gehabt, mit Google Translate mit uns zu sprechen oder mit Händen und Füßen zu erklären, was sie von uns haben wollen. Und dann wurden wir weitergeschickt und man sollte grundsätzlich, also zumindest wurde es uns so gesagt und wir haben es so gehandhabt, nicht die Originaldokumente rausgeben. Und wir hatten auch nur eine einzige Polizeikontrolle in Hidalgo, wo sie danach nochmal verlangt haben, dass das nicht in Ordnung ist und dass sie die Originaldokumente haben wollen. Dann haben wir nur gemeint, die sind irgendwo hinten im Auto und damit war das okay. Und wir durften, glaube ich, bei der Kontrolle auch nach 5 Minuten oder so weiterfahren. Genau, das waren, glaube ich, jetzt alle Punkte zur Polizeikontrolle und jetzt geht es dann zum nächsten Punkt. So, jetzt zu einem wichtigen Thema und zwar dem Thema Autoversicherung. Soweit wir wissen, gibt es viele verschiedene Anbieter in Mexiko, die deinen Camper versichern. Wir haben über Seguro Gringo eine Versicherung genommen, einfach aus Faulheit wahrscheinlich raus, weil wir schon in den USA und Kanada über Seguro Gringo unsere Versicherung abgeschlossen hatten. Und man konnte dann mit der Ausreise, mit dem Ausreisetag die Versicherung dort stornieren und hat das Restgeld zurückbekommen und einfach dort ununterbrochen, also ohne Unterbrechung, die Versicherung für Mexiko abgeschlossen. Es war dann ein lokaler Anbieter, der aber, also wir hatten nur mit Seguro Gringo zu tun und die haben das alles mit dem lokalen Anbieter gemacht. Und das Ganze war für ein halbes Jahr gültig und hat knapp über 500 US-Dollar gekostet. Das Gleiche haben wir jetzt praktisch wieder bei der Ausreise gemacht. Wir sind jetzt dann wieder mit der über Seguro Gringo in den USA und in Kanada versichert, beziehungsweise über deren Versicherungspartner. Kommen wir jetzt an zum letzten Punkt und zwar der Grenzüberquerung wieder in die USA. Die haben wir am Grenzübergang in Texas oder zu Texas bei Columbia Dolores gemacht. Und das Ganze ist ein ziemlich kleiner, überschaubarer Grenzübergang. Und zur Vorbereitung sind wir mit Rio in Monterey zu einem Tierarzt und haben dort das Gesundheitszeugnis machen lassen. Das braucht man rein theoretisch, wenn man wieder in die USA einreisen möchte. Und bevor man in die USA einreist, muss man natürlich aus Mexiko ausreisen. Dafür muss man einmal das TIP canceln fürs Fahrzeug, damit man zukünftig keine Probleme hat, beziehungsweise nach Ablauf der 10 Jahre. Und auch offiziell ausreisen, also den Ausreisestempel im Reisepass reinkriegen von Mexiko. Und dann geht es über die Brücke, über den Grenzfluss. Dafür braucht man dann nochmal 30 Pesos. Also
hebt euch die letzten 30 Pesos auf, wenn ihr den Grenzübergang benutzt. Vielleicht ein bisschen mehr, das wird sich ändern. Stimmt, mit der Inflation wird es bestimmt mehr, also hebt euch, keine Ahnung, einen ganz kleinen Teil an Pesos auf, damit ihr die Brücke auf jeden Fall zahlen könnt. Und bei der Einreise in die USA, die war super entspannt. Das ist einfach, wirklich, wie gesagt, ein kleiner überschaubarer Grenzübergang. Die Grenzbeamten haben bei uns persönlich und bei Noemi und Julian nicht ins Auto geschaut. Wir wurden gleich weiterverwiesen zum I-94-Antrag. Und ja, ich glaube, da gab es erst ein paar Probleme vom systemseitig, aber das war auch nach einer halben Stunde waren wir in den USA drin, ganz entspannt, und sind dann zum Texas Travel Center, was ungefähr, ich weiß nicht, eine halbe Stunde hinter der Grenze liegt, gefahren zum Schlafen. Zum Thema Ausreise hat die Sarah auf Instagram schon einen Artikel verfasst. Den werden wir auch unten in die Infobox mit reinschreiben. Das waren jetzt unsere Tipps für Mexiko. Wir hoffen, es hilft dir oder hat dir geholfen. Und ja, würde uns freuen, wenn du ein Like, Abo für zukünftige Tipps für die USA und Kanada und einen Kommentar da lässt, falls du noch offene Fragen hast, die wir vielleicht noch klären können. Wir freuen uns, wenn du uns auch auf unseren Reisevideos begleitest, und dort sehen wir uns dann wieder. Ciao!